Hallo und herzlich willkommen allen, die jetzt zuschauen, die das dann vielleicht auch später, wenn wir nicht mehr live sind, sondern als aufgezeichneten Stream gucken. Herzlich willkommen aus dem Deutschen Herzzentrum Berlin. Ich bin Christian Meyer, ich bin zuständig für die Kommunikation im Deutschen Herzzentrum Berlin und ich möchte heute Dr. Friederike Danne befragen. Friederike Danne ist Kinderkardiologin. Sie ist Oberärztin am Deutschen Herzzentrum Berlin und sie leitet unsere Ambulanz für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie am DHZB. Seit wir den Begriff Corona überstrapazieren, seit diese Pandemie begonnen hat, hat sich Dr. Danne intensiv, logischerweise aufgrund ihres Berufs und ihrer Funktion mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und wir haben uns jetzt gedacht, die STIKO wird sich bald äußern zum Impfstoff für Kinder ab 5 Jahren. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat den BioNTech-Impfstoff für Kinder ab 5 Jahren zugelassen. Es gibt jeden Tag neue Nachrichten, neue Informationen, neue Empfehlungen, neue Einschätzungen. Was bei uns allen bleibt, ist die Unsicherheit. Und vielleicht können wir heute ein bisschen dazu beitragen, diese Unsicherheit zu nehmen, sicher, wenn wir das nicht ganz schaffen. Friederike, vielen Dank für deine Zeit, dass du dabei bist. Ein Sehr Stockwerk gerne. über mir, ich hoffe, wir hören sie nicht allzu laut, habe ich 2 Jungs, die sind 7 und 9 Jahre alt. Soll ich die jetzt impfen lassen? Ja, genau. Die Frage ist gar nicht so einfach. Also, und deswegen rate ich eigentlich auch immer dazu, dass man das mit dem Kinderarzt bespricht, der die Kinder auch behandelt und sonst kennt. Es gibt jetzt ja eine Zulassung für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Auch für die Gruppe der 5- bis 12-Jährigen seit letzter Woche. Das gab es ja irgendwie vorher nicht. Und insofern haben wir ein zugelassenes Arzneimittel und die Zulassung von der Europäischen Arzneimittelbehörde, die bedeutet ja, dass die eine Abwägung gemacht haben, ob der Nutzen dieses Arzneimittels für diese Patientengruppe die Risiken überwiegt. Und da sind sie zu dem Schluss gekommen, ja, sonst hätten sie die Zulassung nicht ausgesprochen. Und dafür haben sie quasi die Zulassungsstudie, die die Firma BioNTech Pfizer gemacht hat, nochmal genau geprüft und unter die Lupe genommen und haben halt in ihrer Bewertung oder in ihrer abschließenden Beurteilung beschlossen, den Impfstoff kann man gut verwenden für diese Altersgruppe und der Nutzen überwiegt die Risiken. Meine Meinung ist, also erstmal, das nehme ich so zur Kenntnis, das sind Spezialisten, die das machen, aber mein Eindruck, auch aus meiner persönlichen Erfahrung und der Erfahrung, die ich mit den Patienten, die ich ja auch zum großen Teil schon geimpft habe, gesammelt habe, ist, dass das ein gut verträglicher Impfstoff ist und man diese Impfung auf jeden Fall empfehlen kann. Insbesondere, wenn man jetzt zusätzliche Faktoren hat, außer das eigene Kind, die einen oder weswegen man sich wünscht, dass alle geimpft sind und man möglichst kein Covid bekommt. Das kann zum Beispiel sein, man hat eine alte Oma mit im Haushalt wohnen und möchte auf keinen Fall, dass die sich ansteckt, weil für die ist die Erkrankung möglicherweise lebensbedrohlich. Oder das eigene Kind hat eine Vorerkrankung, die ein erhöhtes Risiko oder mit beinhaltet und man möchte es deswegen geimpft haben. Oder man hat ein Geschwisterkind, was diese Konstellation hat oder einen engen Freund oder sowas. Wenn man jetzt sagt, sowas habe ich alles gar nicht, sondern ich lebe eigentlich in einem Umfeld mit meinem Kind, wo das für mich keine besondere Gefahr darstellt, dann meine ich, kann man noch ein bisschen warten. Ja, man kann die STIKO-Empfehlung, könnte man dann noch abwarten. Wobei ich immer finde, das ist aber bei den Jugendlichen auch noch wichtiger als bei den kleineren Kindern, dass es nicht nur um die physische Gesundheit der Kinder geht, sondern auch um die soziale Gesundheit, sage ich jetzt mal. Und bei den Jugendlichen ist das ja ein ganz wesentlicher Faktor und der hat auch deutlich damit zu beigetragen, dass die STIKO letztlich dann den Jugendlichen die Impfung empfohlen hat. Weiter dauernde Schulschließung und keine Beschulung ist irgendwie nicht gut für kein Kind, auch nicht für Jugendliche. Homeschooling auch nicht. Keine sozialen Kontakte und seine Freunde nicht sehen, ist für niemanden gut, aber für Jugendliche ist es grausam, ja, also ist ganz furchtbar. Und da bietet die Impfung ja schon auch einen guten Schutz
keinen hundertprozentigen Schutz, aber einen deutlich verbesserten Schutz im Vergleich zu dem Zustand, wenn man nicht geimpft ist. Wir drehen uns, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, in den Gesprächen, die wir, sei das jetzt hier öffentlich auf Facebook oder die wir auch nicht öffentlich untereinander haben, Ja. seit Pandemiebeginn so ein bisschen im Kreis. Und ich kann mir vorstellen, dass das für alle Eltern herzkranker Kinder, für alle Eltern von Kindern mit angeborenen Herzfehlern ein bisschen frustrierend ist. Weil ich erinnere mich an unser letztes Gespräch hier bei Facebook Live, wo wir immer wieder diesen Spagat haben, dass auf der einen Seite alle Daten, und ich glaube, daran hat sich nichts geändert, korrigiere mich, wenn es sich geändert haben sollte, darauf hinweisen, dass die Erkrankung bei Kindern eigentlich keinen schweren Verlauf hat, beziehungsweise manchmal sogar überhaupt keinen, insbesondere bei jungen Kindern. Und dass das eigentlich auch für herzkranke Kinder gilt, auch für Kinder mit schwereren angeborenen Herzfehlern, wo du schon immer gesagt hast, es gibt Grenzfälle, es gibt klinikpflichtige Kinder in Grenzsituationen, was komplexe angeborene Herzfehler in einer schwierigen Phase angeht. Aber grundsätzlich hast du immer gesagt, Kinder stecken diese Erkrankung eigentlich gut weg. Jetzt stehen wir wieder an diesem Punkt und ich glaube, an dieser Einschätzung, wie gesagt, korrigiere mich, hat sich eigentlich nichts geändert. Wir müssen aber eben trotzdem drüber sprechen. Und wir haben ja jetzt im Vorfeld auch viele Fragen bekommen von Eltern mit Kindern mit angeborenen Herzfehlern unterschiedlicher Schweregrade, die jetzt natürlich wissen wollen, ja, was denn nun? Also mein Kind ist 6 Jahre alt. Worauf wir gleich noch kommen müssen, ist dann weiterhin dieser Off-Label-Use unter 5 Jahre, wo es also die EMA-Zulassung nicht gibt. Schütze ich jetzt mein Kind? Ist es gar nicht nötig? Weil ja möglicherweise die STIKO diesen Impfstoff noch nicht empfohlen hat. Der STIKO-Vorsitzende hat sich soweit rausgelehnt und hat gesagt, er würde seine Kinder nicht impfen lassen. Riesenverunsicherung. Können wir dazu jetzt irgendwie beitragen? Weil einen Satz noch und dann höre ich auch wieder auf zu schwätzen, weil du sollst ja reden. Aber wir müssen einmal immer bei diesen Gesprächen am Anfang klarstellen, Dr. Danne kann hier keine Einzelfälle kommentieren. Ich hoffe, das versteht ihr alle. Ihr müsst mit Einzelfällen und konkreten Fragen auf den konkreten Zustand eurer Kinder mit dem zuständigen Kinderkardiologen, der Kinderkardiologin Kontakt gehen. Das können wir hier nicht abarbeiten. Wir können hier nur ein bisschen allgemein sein. Aber zurück zu der Frage, wie gehen wir mit diesem Dilemma um, wo man sagen würde, eigentlich brauchen die Kinder doch gar keine Impfung, aber sie haben einen angeborenen Herzfehler. Wie sicher ist die Impfung, wenn sie die STIKO noch nicht empfiehlt? Genau, also was nach wie vor gilt, das kann man auch jetzt, es gibt ja der einzige Vorteil an der Pandemie und der Tatsache, dass sie länger läuft, ist ja, dass wir mehr Daten haben. Sonst kann man wirklich keinen Vorteil erkennen, aber das ist zumindest ein Vorteil. Ja, insofern können wir sicherere Aussagen machen. Und man kann nach wie vor sagen, dass bis auf seltene Ausnahmen, und seltene Ausnahmen sind zum Beispiel jetzt immunsupprimierte Kinder, ja, das kann man sich ja schon irgendwie auch leicht selber herleiten. Wenn jemand immunsuppressive Medikamente nimmt, dann ist das einfach eine ganz andere Situation als für Kinder, die ein normales Immunsystem haben. Da gelten andere Regeln. Und Kinder, die schwer erkrankt sind durch ihren Herzfehler, das heißt, die in einem schlechten Allgemeinzustand sind, der zum Beispiel bedingt, sie müssen immer mal wieder auf Station aufgenommen werden, weil der Kreislauf einfach instabil ist. Die Medikation muss immer angepasst und geändert werden. Das ist auch eine Sondergruppe. Aber für die allgemeinen, ansonsten sage ich mal, gesunden Kinder, und das gilt auch für herzoperierte Kinder, die vor Jahren eine Korrektur ihres Herzfehlers bekommen haben und jetzt einen guten Funktionszustand haben, also das heißt eine normale Herzfunktion, eine gute kardiopulmonale Belastbarkeit und keine anderen Risikofaktoren. Da kann man nach wie vor sagen, die Infektion verläuft harmlos. Ja? Sodass man sagen muss, und das ist auch sozusagen die Schwierigkeit in der Abwägung, der individuelle Nutzen, wenn man das jetzt rein pathophysiologisch oder physiologisch betrachtet, also auf die Körperfunktion bezogen, der ist nicht so einfach zu erkennen, vor allen Dingen bei jüngeren Kindern, weil die ja gar nicht so krank werden. Und deswegen muss man besonders gut abwägen, ob man eine Impfempfehlung ausspricht.
Eine Ausnahme oder einen Aspekt gibt es noch, das ist auch schon vorher im Chat gefragt worden, das ist dieses PIMS-Syndrom, ja, also das Multi-Inflammations-Syndrom, eine seltene Erkrankung, die im Kindesalter auftreten kann nach einer Covid-Infektion, wo die Kinder wirklich schwer krank sind. Also das heißt, sie liegen auf der Intensivstation, sie brauchen kreislaufunterstützende Medikamente und können auch Spätfolgen davon haben. Das ist keine harmlose Erkrankung. Also die Kinder sind schwer krank. Und das ist eigentlich also eine der wenigen oder die einzige, sage ich mal, Folge der Covid-Infektion, allerdings eine akute Folge, weil das ist eine Erkrankung, die tritt etwa 2 Wochen nach der Infektion auf. Und das ist irgendwie sowas, was man schon als schwerwiegend betrachten muss. Es ist aber ganz selten, Gott sei Dank. Ja. Alle anderen Verläufe im Kindesalter sind in der Regel bei vorher ansonsten gesunden Kindern super harmlos. Das heißt, manche merken es gar nicht, manche haben vielleicht sowas wie ein bisschen Schnupfen und eine normale Erkältung, was jetzt nicht schlimm ist und in keinem Fall zu einem stationären Aufenthalt führt. Und deswegen ist die Abwägung halt schwierig. Andererseits finde ich, dass man ähnlich wie bei den Jugendlichen schon auch noch den Aspekt mit in Betracht ziehen muss. Wir wollen ja irgendwie alle mal wieder aus dieser Pandemie raus. Also ja, keiner kann es mehr hören. Jetzt der zweite Covid-Winter, zweites Covid-Weihnachten, alles kommt jetzt irgendwie immer wieder. Es ist auch irgendwie überhaupt nichts besser. Die Krankenhäuser sind nicht leerer, sondern voller. Ich bin jetzt kein Politiker, aber man merkt ja schon, wie es irgendwie darauf zurennt. Es wird auch wieder Kontaktbeschränkungen geben müssen. Ja, man wird irgendwie das öffentliche Leben wahrscheinlich in Teilen wieder runterfahren müssen, weil da kann man vorher irgendwie versprechen, was man will. Es hilft ja nichts, wenn alle Intensivstationen voll sind, dann wird ja gar nichts anderes übrig bleiben. Und leider sind wir ja schon wieder an so einem Punkt, wo sich das beginnt sehr deutlich abzuzeichnen. Und natürlich möchte das niemand. Also irgendwie ältere Leute möchten das nicht, weil die haben Angst vor einer schweren Erkrankung. Aber Familien und mit Kindern, die wollen das natürlich auch nicht, weil irgendwie möchte man ja mal zum normalen Leben zurück. Und das finde ich auch einen erwägenswerten Aspekt in der Frage, lasse ich nicht meine Kinder doch auch impfen? Weil ich möchte einfach mit dieser ganzen Problematik möglichst nichts mehr zu tun haben. Das ist jetzt keine Garantie, weil die können sich trotzdem anstecken, auch wenn sie geimpft sind. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja viel, viel, viel geringer. Wir könnten also eigentlich anders fragen, deine Einschätzung nochmal konkret erfragen, wenn ich ein Kind habe mit einem angeborenen Herzfehler, wie du es beschrieben hast, der irgendwann mal, ob jetzt per Herzkatheter oder per Operation behandelt wurde, der dauerhaft erfolgreich behandelt wurde, was mich als Vater und Mutter natürlich trotzdem sicherlich ein Leben lang in einer gewissen Sorgehaltung hält, soll ich dieses Kind jetzt auch nach der neuen EMA-Zulassung und der vermutlich erfolgenden STIKO-Empfehlung impfen lassen, einfach als sozusagen gesellschaftlichen Beitrag und um ältere Leute zu schützen. Genau. Also dann würde ich sagen, es gibt keinen Grund, das Kind impfen zu lassen, weil es herzkrank ist. Also der Herzfehler ist kein Extragrund, sondern die Frage, die man sich stellen muss, ist, will ich mein Kind überhaupt impfen lassen? Ja oder nein? So, und dann würde ich jetzt, also ich, um es mal konkret zu machen, meine beiden Kinder sind geimpft. Ja, die sind aber auch schon über 12 und die habe ich auch sofort impfen lassen, als der Impfstoff irgendwie zugelassen war. Und wenn meine Kinder unter 12 wären, dann würde ich sie jetzt auch impfen lassen, weil ich glaube, dass es ein guter Impfstoff ist. Ja. Ich sehe keine schweren Nebenwirkungen, weder bei Patienten noch lese ich in der Literatur gravierende Nebenwirkungen. Und wenn, dann sind die extrem selten. Die viel beschriebene Myokarditis oder diskutierte Myokarditis, weil das wird ja gleich kommen, ja, ist eine extrem seltene Nebenwirkung. Die Covid-Erkrankung selber macht ja auch eine Herzmuskelmitbeteiligung. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Covid eine Lungenerkrankung ist. Das hat man ja am Anfang mal gedacht. Ja. Da hat man so gedacht, naja, man kriegt dann halt im besten Fall eine Erkältung und im schlimmsten Fall eine Lungenentzündung. Und damit hat sich das Ganze. Aber mittlerweile wissen wir ja, dass das nicht stimmt. Also Covid ist schon irgendwie eine Multisystemerkrankung, die verschiedene Organe angreift und dazu gehört auch das Herz. Ja. Und insofern die Wahrscheinlichkeit, bei einer Covid-Erkrankung eine Herzmitbeteiligung zu kriegen, die ist gar nicht gering, sondern wahrscheinlich ziemlich hoch. Und insofern finde ich, dass diese immer sehr viel diskutierten, super seltenen Myokarditis-Nebenwirkungen, das ist so eine gewisse Schieflage in der öffentlichen Kommunikation, weil sie sind ja sehr selten, die Nebenwirkungen. Und Gott sei Dank auch
in den allermeisten Fällen sehr blande verlaufen, sodass ich das keinen Grund finde, sich nicht impfen zu lassen. Ja. Vielleicht kannst du noch mal aus deiner Erfahrung der letzten Monate in der kinderkardiologischen Ambulanz, in der Ambulanz für angeborene Herzfehler bei uns am Deutschen Herzzentrum, so eine Art Resümee ziehen, weil wir haben unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ja natürlich auch Eltern mit Kindern mit univentrikulären Herzen, mit plastischem Linksherzsyndrom, die in einem unterschiedlichen Stadium der Behandlung dieses angeborenen Herzfehlers sind. Zusammengefasst, bei welchen Kindern ist ein Herzfehler so schwerwiegend, dass ihr off-label geimpft habt, bevor es diese Zulassung gab? Kann man das so fragen? Ja, klar, das kann man fragen. Auf jeden Fall off-label geimpft haben wir oder dazu geraten. Ja, nicht alle Eltern lassen sich ja darauf ein, aber daraufhin haben wir hingearbeitet, Patienten mit pulmonaler Hypertension, also eine Erkrankung, wodurch in unserem Fall durch einen Herzfehler bedingt ist, zu einer Veränderung in den Lungengefäßen kommt und der Lungendruck hoch ist und dadurch auch eine Rechtsherzbelastung besteht. Den haben wir dringend zu einer Impfung geraten und sie auch zu großen Teilen geimpft. Patienten mit Fontankreislauf, also univentrikuläre Herzen mit Fontankreislauf, haben wir im Rahmen der Zulassung auch sehr doll zugeraten. Also wenn ich mit Patienten in der Sprechstunde Kontakt hatte, wo ein Fontankreislauf ist, dann habe ich die regelmäßig gefragt, sind sie schon geimpft? Und wenn die dann gesagt haben, viele haben gesagt, ja, ist schon geimpft, weil über 12. Wenn die gesagt haben, nee, ich weiß nicht so richtig, dann habe ich denen zugeraten. Ja, weil wir da schon denken, dass es ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf gibt, wenn die sich infizieren. Die Inzidenzen sind im Moment hoch, also dass man dauerhaft eine Infektion so richtig vermeiden kann, das wäre ja schön, aber es wird irgendwie immer unrealistischer mit diesen hohen Inzidenzen. Und denen haben wir zugeraten und die auch geimpft. Und da würden wir auch eine Off-Label-Impfung durchführen. In solchen Fällen. In dem Fall jetzt auch bei Kindern unter 5. Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich finde, die Daten für Kinder unter 5 sind noch nicht so gut. Bis letzte Woche war ja Off-Label unter 12. Ne? Jetzt haben wir die Zulassung für die 5- bis 12-Jährigen. Da ist das jetzt nicht mehr Off-Label. Wobei da gibt es irgendwie noch so ein juristisches Geplänkel. Also. Nach meinem Verständnis ist es nicht off-label, weil es ein zugelassenes Medikament für die Altersgruppe. Und damit sind wir in der Pädiatrie ja schon super happy, weil was man auch mal sagen muss, ist, dass wir sehr viele Medikamente jetzt im anderen Bereich Nichtimpfung häufig verschreiben müssen, weil da gibt es keine Zulassung für herzkranke Kinder, sondern nur für herzkranke Erwachsene. Und die wird es auch nie geben, weil das ja auch immer für die herstellenden Firmen eine Frage der Rentabilität ist. Also, dass wir jetzt Off-Label-Medikamente einsetzen, ist für einen Kinderarzt nichts Ungewöhnliches. Zumindest nicht für einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin, die so ähnlich wie ich in so einem Setting arbeiten, wo man eine Intensivstation dabei hat und eben auch sehr akut kranke Patienten behandelt. Für die unter 5-Jährigen finde ich, ist im Moment die Dosisfindung noch so ein bisschen schwierig. Da finde ich die Daten zur Dosis noch nicht so überzeugend. Das stellte sich jetzt schon eine ganze Weile für die 5- bis 12-Jährigen anders dar, weil da konnte man in der Literatur eigentlich ganz gute Hinweise finden, weil auch bekannt war in der Zulassungsstudie, wie viel wird denn da verimpft, ja, welche Dosis man wohl nimmt. Und seitdem das relativ eindeutig war, haben wir auch angefangen, die Off-Label zu impfen, wo es zugelassen war. Für die 2- bis 5-Jährigen läuft da laufen in den USA auch Studien, sowohl von BioNTech als auch von Moderna. Und da würde ich ganz gerne noch irgendwie zumindest so ein bisschen vorläufige Ergebnisse abwarten. Aber ich würde nicht an der Zulassung selber kleben, weil das ist ja nur ein bürokratischer Prozess letztlich, muss man sagen. Also, dass es dann in Europa auch eine Zulassung gibt. Du hast es schon angesprochen, Friederike. Jetzt ist als wichtigste Komplikation bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen nicht irgendwas am Bein oder am Bauch oder im Kopf, sondern ausgerechnet eine Herzmuskelentzündung bekannt geworden. Wir haben unter unseren Zuschauerinnen Dr. Franziska Seidel, die als Studienärztin hier bei uns am Deutschen Herzzentrum Berlin hierzu eine Studie mitleitet und betreut. Leider hat uns Facebook vorhin nicht gestattet, sie dazu zu holen.
Ich würde dich jetzt mal bitten, Friederike, natürlich uns weiter hier treu zu bleiben, weil ich dich auf jeden Fall gerne wieder mit reinholen würde ins Gespräch. Würde dich jetzt aber noch mal bitten, noch mal rauszugehen, und ich versuche das jetzt noch Ich mal gehe mal kurz mit raus. Franziska, sie dazu zu holen. Friederike, danke erstmal für den Moment. So. Und wenn du raus bist, was dann gleich der Fall sein sollte, dann versuche ich jetzt noch mal Franziska reinzuholen. Ich lade sie ein. Und leider haben wir wieder einen kleinen Facebook-Fluch, weil ich bin mir sicher, dass Franziska Seidel, so viel darf ich euch jetzt, glaube ich, mal aus dem Nähkästchen verraten, extra einen Facebook-Account angelegt hat, nur an diesem Talk teilnehmen zu können. Insofern bin ich mir sicher, dass sie die neue Facebook-App hat. Wenn ich sie hier einladen will, er sieht mich auf meinem Monitor rumtippen, sagt mir Facebook, die von dir eingeladene Person muss die neueste Version der Facebook-App herunterladen. Und das hat sie bestimmt getan. Es ist mal wieder ein Fluch dieses sozialen Netzwerks, das uns diese Möglichkeit zwar gibt, uns hier gemeinsam auszutauschen, was uns aber dann immer wieder solche Fallen stellt. Das ist wirklich blöd. Franziska, das tut mir jetzt sehr, sehr leid. Da bin ich jetzt auch gerade etwas ratlos, warum ich dich nicht reinholen kann. Wir werden es einfach gegen Ende nochmal versuchen. Ich bitte dich dann, Friederike, dass du wieder hier dich sozusagen bewirbst, dass ich dich wieder reinholen kann, dass es hier weitergeht. Ich kann das kurz erklären, warum ich Dr. Franziska Seidel dazu holen wollte. Ihr habt das vielleicht auch als Eltern mitbekommen. Wir haben am Deutschen Herzzentrum Berlin vor einigen Jahren das sogenannte Mücke-Register ins Leben gerufen. Wir ist gut, das war unter anderem Franziska Seidel. Also ein Register, an dem inzwischen 29 Kinderherzzentren und Kliniken angeschlossen sind. Ein Register, in dem jeder Verdacht auf eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung bei Kindern registriert, die Diagnostik, die Therapie und der Verlauf dokumentiert wird, um so eine möglichst große Anzahl an Patienten zu haben. So, Friederike, drückst du wieder deinen Button, und in diesem Mücke-Register, was natürlich aufgrund der großen Zahl an angeschlossenen Zentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine große Möglichkeit hat, viele, viele Patienten mit einzuschließen. Die haben jetzt eben eine Studie gestartet hier am Deutschen Herzzentrum zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut, wie es sich mit diesen Herzmuskelentzündungen nach einer Covid-Impfung verhält. So, jetzt kann Friederike wieder nicht beitreten. Super. Gucken wir mal. Diese Studie steht noch ganz am Anfang. Man versucht jetzt in den nächsten Monaten alle Fälle von Herzmuskelentzündung nach einer Covid-Impfung eben in ihrem Verlauf zu dokumentieren und dann eben eine Aussage treffen zu können. Wie ist der Verlauf dieser Erkrankung, und auch eine gewisse Aussage über die Häufigkeit zu machen, wenn auch keine absolute, weil natürlich nicht jeder Fall einer Covid-Erkrankung dokumentiert wird. So, das ist jetzt total schade, und es tut mir total leid, dass ich Franziska Seidel nicht dazu holen könnte, die das Ganze wesentlich besser hätte sagen können als mein Gestammel gerade eben. Aber ich habe das zumindest jetzt mal erwähnt, weil wir haben über diese Studie auch eine Pressemitteilung rausgegeben, die einige mediale Aufmerksamkeit gefunden hat. Und die Frage, die ich eigentlich Franziska stellen wollte, die stelle ich jetzt dir, Friederike. Und von dir bekommen wir da ja auch eine Antwort aus kompetentem und berufenem Mund. Wie vorhin gesagt, bevor ich dich kurzzeitig rausgeschmissen habe,
Ausgerechnet Herzmuskelentzündung. Ja, um Gottes Willen. Ich habe ein Kind mit einem angeborenen Herzfehler und ich will das bestmöglich irgendwie schützen vor einer Krankheit, die, wie du gesagt hast, zuerst als eine Lungenkrankheit, die sich auch aufs Herz legen kann, klassifiziert bezeichnet wurde. Und dann kann ich endlich mein Kind dagegen impfen lassen und es schützen. Und dann ist da ausgerechnet die Komplikation eine Herzmuskelentzündung, die ja gerade bei ganz kleinen Kindern, ich habe es gerade angedeutet, deshalb auch das Mücke-Register eine lebensbedrohliche Erkrankung sein kann. Und das, glaube ich, müssen wir jetzt hier wirklich nochmal mit dir als Kinderkardiologin besprechen. Wie ernst würdest du dieses Risiko einschätzen? Was weiß man über dieses Risiko? Genau, also was man weiß, ist, dass es eine sehr, sehr seltene Nebenwirkung ist. Ja, Gott sei Dank. Und da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber es sind, es sind Fallzahlen beschrieben von 1 zu 20.000 bis zu 1 zu 1 Million. Ja. Es gibt eine große Studie aus den USA, wo sie irgendwie 2,5 Millionen Geimpfte untersucht haben. Und da haben sie irgendwie eine Inzidenz gefunden von 1 zu 170.000. Also einer von 170.000 Geimpften hat irgendwie Zeichen einer Herzmuskelentzündung entwickelt. Und die Patienten, die das hatten, oder die Impflinge, waren alle im jugendlichen Erwachsenenalter. Also das heißt zwischen 16 Jahren und 30 Jahren, der Älteste war irgendwie 29 Jahre. Und es waren fast nur männliche Patienten. Also das, so dass man sagen kann, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher mit dem quasi Risikofaktor männliches Geschlecht. Und die Wahrscheinlichkeit ist erhöht für diese Altersgruppe, die ich eben genannt habe, also Jugendlichenalter und junges Erwachsenenalter. Alle Fälle, die dort rapportiert worden sind, konservativ behandelt worden. Also das heißt, einige mussten gar nicht ins Krankenhaus aufgenommen werden oder sind nur zur Vorsicht aufgenommen worden, waren nicht auf der Intensivstation. Ein kleiner Teil war auf der Intensivstation, teilweise auch mit Supportiva, also mit Medikamenten, die man über eine Vene geben muss. Aber keiner war zum Beispiel an einer ECMO behandelt oder beatmet, also mit wirklich invasiven intensivmedizinischen Maßnahmen versehen. Ja? Sicherlich ist das so, wenn man so eine seltene Nebenwirkung entdeckt, dass dann die Krankenhauseinweisungsrate eher höher ist, weil man natürlich erstmal gucken will, was ist das überhaupt und auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen will. Aber das sind keine dramatischen Verläufe, Gott sei Dank. Und die Patienten sind alle wieder entlassen worden. Jetzt gibt es da so unterschiedliche Verlaufsberichte aus dieser Studie, die ich jetzt gerade zitiert habe, mit den 2,5 Millionen Geimpften, da ist keiner gestorben, sondern alle sind entlassen worden als geheilt. Ja? Sodass man sagen muss, um das mal einzuordnen, es ist eine sehr seltene und in der Regel nicht schwer verlaufende Nebenwirkung. Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Covid-Infektion sich intensivmedizinischen Maßnahmen unterziehen zu müssen, die ist ja leider nicht so ganz gering. Ja? Und ist sicherlich für erwachsene Patienten eher höher, als diese Impfnebenwirkungen quasi intensivmedizinisch auskurieren zu müssen. Was man auch sagen muss, und das wäre wahrscheinlich auch ganz gut, wenn Franziska jetzt da nochmal was zu sagen könnte, weil da ist sie wirklich die Spezialistin für Myokarditiden. Das hat sicherlich auch so ein bisschen so eine Untersucher-Bias. Also man guckt ja jetzt, Gott sei Dank, bei diesen Covid-Impfungen sehr genau auf die Nebenwirkungen. Also sowohl in den USA als auch in allen europäischen Ländern wird ja genau geguckt und auch sehr präzise rapportiert, was für Nebenwirkungen auftreten. Das ist auch gut so. Ja. Diese leicht verlaufenden Herzmuskelentzündungen sind wahrscheinlich aber sowas, was man auch mal haben kann, wenn man eine normale Grippe, sage ich jetzt mal, hat. Also jetzt gar nicht unbedingt eine klassische Influenza, sondern ein Virusinfekt mit irgendeinem anderen Virus. Also Covid ist ja nicht das einzige Virus, was den Herzmuskel befallen kann, sondern da gibt es diverse andere. Ja? Und auch da kann das mal sein, dass ein Herzmuskel mit Beteiligung besteht. Und die kann leichter oder schwerer verlaufen. Die schwerer verlaufenden, die sind zum Beispiel auch im Mücke-Register erfasst, wo Franziska gut jetzt was zu sagen könnte. Aber es gibt sicherlich viele leichter verlaufende, die wir vielleicht gar nicht erfassen, weil die Patienten sich nicht so melden. Und man ja jetzt auch nicht unbedingt, wenn man krank ist und man hatte irgendwie so einen fieberhaften Infekt, wahrscheinlich Virus, und man fühlt sich danach noch 2 Wochen, 3 Wochen schlapp, dann geht nicht jeder immer unbedingt zum Arzt. Das heißt,
wie hoch die Inzidenzen so sind bei normalen Viruserkrankungen, das wissen wir gar nicht so richtig, weil das nicht so gut untersucht ist. Und erst Covid macht, dass wir so, ist total gut, dass wir so genau hingucken, ja, weil wir wollen ja, und da muss man auch sagen, wieder einer der wenigen Positivfaktoren der Pandemie, ja, wahrscheinlich ist kein Impfstoff so gut untersucht wie mittlerweile Comirnaty von Pfizer-BioNTech, weil einfach so wahnsinnig viele Leute weltweit geimpft sind und das Rapportsystem so gut ist, dass das eine unvergleichliche Datenmenge produziert. Und das haben wir als Wissenschaftler ja immer gern. Also das ist ja sehr gut, ja, dass es so ist, weil dann kann man halt Befürchtungen auch objektivieren. Aber mit allen diesen Gesagten kann man halt nach wie vor konstatieren, es ist eine seltene und nicht schwer verlaufende Nebenwirkung, die Myokarditis. Noch mal einmal nachgehakt, wir sprechen ja heute insbesondere über Kinder in diesem neuen Zulassungsalter, nenne ich es mal, also von 5 bis 12. Die Zulassung gibt es in anderen Ländern außerhalb Europas ja schon länger. Du hast jetzt gerade diese, ich sag mal, so beeindruckend niedrigen Zahlen genannt. Du hast den Überblick über die Studien. Weiß man auch eben in dieser Altersgruppe, kann man da auch jetzt schon sagen, das ist ähnlich niedrig, Genau, da kann speziell auch auf man, diese Altersgruppe da kann, bezogen, oder also fehlen da noch die Daten? es sieht so ähnlich niedrig aus, aber man muss natürlich sagen, fairerweise im Vergleich zu den Erwachsenenimpfungen, ja, also ich glaube, weltweit sind jetzt im Erwachsenenbereich, also ab 18, mittlerweile 80 Milliarden Impfdosen verimpft worden, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Das ist wahnsinnig viel, ja. Und so eine gute statistische Rechnung kriegt man natürlich im Kinderbereich nicht. Es gibt in den USA, wo die meisten Kinder irgendwie bisher geimpft sind, bisher keine Hinweise darauf, dass man irgendwie ein erhöhtes Risiko für Myokarditiden auch bei diesen jüngeren Altersgruppen hat. Aber man kann natürlich, die Zulassungsstudie hat, glaube ich, 2.800 Kinder oder sowas beinhaltet, also was im Tausenderbereich. Und bei dem anderen reden wir von was im Milliardenbereich. Das kann man nicht vergleichen. Also eine statistisch belastbare Aussage kann man daraus, denke ich, nicht machen. Und deswegen ist ja gerade die Initiative des PAI, also des Paul-Ehrlich-Instituts, wo Franziska dann mit ihrer Arbeitsgruppe auch mitarbeiten wird, so gut, weil das dient dem Ganzen halt eine Datengrundlage zu verschaffen, damit man es überhaupt erfassen kann. Ja. Also was man sagen kann, in den USA sind, glaube ich, jetzt über 2 Millionen Kinder geimpft. Das ist ja jetzt auch schon irgendwie eine ganze Menge. Ja. Und da gibt es jetzt keine Horrorgeschichten mit hohen Fallzahlen von Myokarditis, Gott sei Dank. Und deswegen hätte ich da auch nicht so eine Angst und finde, ich kann das total verstehen, dass Eltern gerade eines herzkranken Kindes da, dass es für die natürlich eine Horrorvorstellung ist und ein rotes Tuch, dass es jetzt wieder was mit dem Herzen ist, die Nebenwirkung. Aber ich finde, da kann man die Eltern guten Gewissens eher beruhigen. Also Dr. Seidel, Franziska hat auch gerade jetzt im Chat geschrieben und ja, vielen Dank, Franziska, dass du trotzdem noch wenigstens als Zuschauerin passiv bei uns bist. Es tut mir unendlich leid, dass uns hier die Software wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Franziska hat geschrieben, die Fälle, die wir bisher erfasst haben, sind leichte Verläufe, die, wie Friederike sagte, vergleichbar sind mit den leicht verlaufenden Herzmuskelentzündungen im Register. Das ist für mich jetzt als Laien nochmal, glaube ich, ein ganz interessanter und wichtiger Punkt, weil ich habe ja auch von dir und von Franziska, wenn immer es um Mücke ging, gelernt, eine Herzmuskelentzündung, und das kennen wir natürlich auch von Erwachsenen, die berühmte verschleppte Grippe, die zu einer Myokarditis wird, wo dann die Fußballer tot auf den Platz umfallen. Wo bei uns im Herzzentrum viele auch jüngere Leute liegen. Also man nimmt das als eine extrem bedrohliche Erkrankung wahr, und das Mücke-Register wurde ja auch ins Leben gerufen, um möglichst viele Daten zusammenzukriegen, um diese lebensbedrohliche Erkrankung bei Kindern bestmöglich diagnostizieren und therapieren zu können. Aber, und jetzt kommt eben das große Aber, was ich nochmal wiederholen möchte, was du gerade gesagt hast, auch da gibt es kein Schwarz und Weiß. Das fand ich gerade ganz interessant, dass du gesagt hast, möglicherweise gibt es auch nach einer Grippeerkrankung eine so leichte Herzmuskelentzündung, dass man vielleicht gar nicht zum Arzt geht. Also, dass man diesen bedrohlichen Begriff Myokarditis und Herzmuskelentzündung gerade im Kontext zu dieser Impfung vielleicht auch mal ein bisschen eben relativiert und gerade das auch für die Eltern von Kindern mit angeborenen Herzfehlern oder Herzerkrankungen.
so blöd das jetzt vielleicht klingt, aber vielleicht nochmal als Botschaft: Herzmuskelentzündung ist nicht gleich Herzmuskelentzündung. Wir sehen insgesamt geringere Inzidenzen bei den 5- bis 11-Jährigen, schreibt Franziska, bei einer normalen Myokarditis, und würden auch annehmen, dass wir die Myokarditiden in dieser Altersgruppe nach Impfung noch seltener sehen. Und dann noch eine Botschaft von Franziska Seidel, die sich eben mit diesem Thema Herzmuskelentzündung sehr, sehr intensiv seit Jahren auseinandersetzt, schreibt. Und das finde ich ziemlich stark als Kommentar hier: Mein 7 Jahre altes Kind würde ich auch impfen lassen. Damit kann man vielleicht ein bisschen was dazu beitragen. Und jetzt noch einen wichtigen Punkt, eine wichtige Frage, die ich dir dazu stellen möchte, Friederike, ist: Wenn, und jetzt reiten wir trotzdem noch ein letztes Mal drauf rum, weil es gibt ja diese Fälle, aber wenn so eine Herzmuskelentzündung nach einer Covid-Impfung auftritt, ist das dann sofort am nächsten Tag, eine Woche, Monate später? Ich will mal ein bisschen raus auf diese Langzeitwirkungen, wo ich Genau, mich immer ja. frage, wann die eigentlich, also wann diese berühmten Impfschäden, die ja seit Jahren jetzt, seit Genau, der ja, Pandemie das ist kursieren, ja irgendwie so wann eine, kommt es denn da dann zu ist so einer irgendwie so eine Entzündung? kommunikative Verwirrung. Also, die beschriebenen Herzmuskelentzündungen nach RNA-Impfstoff, die sind aufgetreten im Zeitrahmen von 2 bis 4 Wochen nach der Impfung oder eigentlich 2 bis 3 Wochen sogar. Ja, also das heißt, ob man das jetzt als Langzeitnebenwirkung bezeichnet, das ist Geschmackssache. Also die wissenschaftliche Definition einer Langzeitnebenwirkung ist ja eigentlich anders, weil die wissenschaftliche Definition ist davon, dass es eine Nebenwirkung ist, die so selten ist, dass man erst bei Auftreten einer hinreichend großen Fallzahl von Geimpften sie überhaupt sieht. Ja, also weil wenn eine seltene Nebenwirkung, also nur noch mal, um das verständlich zu machen, wenn eine Nebenwirkung ganz selten ist und ich verimpfe 100 Leute, dann tritt die Nebenwirkung wahrscheinlich zu 0% auf, weil bei 100 tritt die einfach gar nicht ein, sozusagen. Ja, also das heißt, ich muss dann schon 1000 impfen oder 10.000, 100.000, 1 Million, damit ich diese Nebenwirkung überhaupt sehe. So. Und das ist eigentlich damit erfasst, wenn ein Wissenschaftler von Langzeitnebenwirkungen einer Impfung redet. Das heißt, man erfasst die erst, nachdem das Medikament oder der Impfstoff schon eine Weile auf dem Markt ist, weil man erst mit einer ausreichend großen Fallzahl das überhaupt sieht. Langzeitnebenwirkung bedeutet nicht, man macht heute im Jahre 2021 eine Impfung und in 2031 tritt dann bei einem individuellen Patienten irgendeine Wirkung ein. Weil das erwarten wir nicht. Warum sollte das so sein? Also ja, das erwarten wir ja auch von keinem Medikament, das mir jetzt einfallen würde, zumindest, dass dann nach 10 Jahren plötzlich noch irgendeine Wirkung auftritt, die man vorher irgendwie nicht gesehen hat. Also da gibt es immer so ein gewisses Durcheinander. Konkret bezogen auf diese Myokarditis-Nebenwirkung heißt das, es ist der Fall einige wenige Wochen nach der Impfung und meistens nach der zweiten Impfung. Also bei den ganz gut bisher Untersuchten war das nach der zweiten Impfung und meistens im Zeitraum von etwa 2 Wochen. Ja? Also das heißt, es ist nicht zu erwarten, dass ich heute mein Kind impfe und dann nächstes Jahr im März kriegt es eine Myokarditis. Das kann man jetzt nicht ausschließen, also da, weil das Kind kann natürlich auch sowieso eine Myokarditis aus anderen Gründen kriegen, aber das ist nicht mit der Impfung assoziiert dann. Worauf ich noch mal eben hinaus will, also du hast es gerade gesagt und ich habe es schon wieder vergessen. Sorry, wie viele Kinder wurden in den USA schon geimpft? Also auch eine beeindruckend große Zahl auf jeden Fall. 2 Millionen. Ohne dass ich dich jetzt hier. Ja, 2 Millionen. Ja, also Schon eine ganze zwei Menge. Wenn Millionen, und man das ja jetzt bedenkt. jetzt, und das jetzt auch. Jetzt bist du im Tonloch jetzt. Ja, also du wolltest, ich glaube, ich brauche die Frage gar nicht stellen. Wenn man jetzt bedenkt, hast du angefangen. Ja, wenn man jetzt bedenkt, dass wir in Deutschland ungefähr 10 Millionen Kinder, also ich bin immer nicht so gut mit solchen Riesenstatistiken, aber meiner Meinung nach haben wir ungefähr 10, irgendwas Millionen Kinder und Kind zählt in diesem Fall bis unter 16, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, dann sind ja 2 Millionen schon ganz schön viel. Das sind ein Fünftel aller Kinder, die wir hier in Deutschland überhaupt haben. Ja, also und da gibt es jetzt keine nachgewiesenen bedrohlichen Komplikationen, die jetzt darauf hinweisen würden, dass man sagt, oh Gott, die Impfung ist ganz schlecht, es muss unbedingt gestoppt werden.
Und das wüssten wir aus den USA, weil in den USA ist schon die Überwachung von Arzneimittelnebenwirkungen sehr, sehr gut und auch sehr standardisiert. Ja. Und dann muss man sich eben wieder ein Stück weit fragen. Ich will da jetzt auch kein politisches Statement abgeben oder das steht mir alles nicht zu. Aber das finde ich eben dann eben auch als Vater so merkwürdig, wenn die STIKO sagt, uns reicht die Datenlage noch nicht. Also all das, was ich dich jetzt gefragt habe, sollte eben auch mal für mein Verständnis dazu beitragen, wenn es zu so einer extrem seltenen Nebenwirkung überhaupt kommt oder Erscheinung kommt, dann ist die nicht Monate später. Und so lange und so viele Kinder, wie in den USA schon geimpft wurden und so engmaschig, wie das überwacht wird, weil das ja auch so wahnsinnig im Medienfokus steht, wenn es da jetzt irgendwas anderes noch gegeben hätte, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass man es wüsste Ja, glaube ich auch, und ehrlicherweise. kennen würde. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das, also vor allen Dingen, wenn es mit einer höheren Fallzahl auftritt, unter den Teppich gekehrt wird in den USA, wo ja irgendwie das System, den Arzt zu verklagen, viel ausgereifter ist als hier, die halte ich für ziemlich gering, nach meiner Kenntnis des Medizinsystems in den USA und hier. Also das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Und insofern, ja, das stimmt. Also ich finde, das sind auch wirklich valide Fakten, die dafür sprechen, dass man sein eigenes Kind impfen lässt und Patienten empfiehlt, dass sie ihre Kinder impfen lassen. Aber das sind natürlich keine Daten, die die STIKO auswertet. Denn das, was die STIKO auswertet, sind ja im Wesentlichen wissenschaftliche Studien. Ja? Und das ist jetzt mal was anderes, weil diese 2 Millionen Kinder, die sind nicht alle in einer wissenschaftlichen, am besten noch prospektiven, haben wir ja mal ganz gern Studie erfasst. Also das ist schon nochmal irgendwie ein Unterschied. Also die STIKO ist da wesentlich strenger. Die guckt ja dann wirklich nur Studien an, also Studiendaten, die es gibt, die ein Wissenschaftler erhoben und systematisch aufgearbeitet hat, die dann auch einem Peer-Review-Prozess unterzogen wurden. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber ich finde auch, also auch als Mutter und ich finde auch als Kinderärztin, das ist ein sehr starkes Fund, mit dem man wuchern kann, ja, dass dort sehr, sehr viele Kinder geimpft sind. Und es eigentlich keine berichteten schlimmen Nebenwirkungen gibt. Wenn man jetzt mal solche Sachen wie der Arm schwillt an oder das Kind fühlt sich irgendwie mal einen halben Tag oder einen Tag so ein bisschen wie halt bei einem Infekt nicht als schwere Nebenwirkung wertet. Ja. Ich reite jetzt noch mal weiter drauf rum, auch wenn du mich hast, aber wir wollen das jetzt einmal, glaube ich, ordentlich abarbeiten. Noch mal aus kinderkardiologischer Expertinnensicht, aber so selten das auch ist, und auch Franziska hat's ja geschrieben, die Verläufe so sanft oder blande sind. Dann betrifft das ja nicht unsere heutige Zielgruppe unbedingt, weil die Kinder, bei denen man das beobachtet hat, gehe ich ja mal schwer davon aus, waren herzgesunde Kinder, die also in diesen extrem wenigen Fällen, wenn eine Herzmuskelentzündung hatten, dann eine milde Verlaufsform. Ja, aber mein Kind hat ja einen Fallot, einen VSD, der korrigiert wurde, was auch immer. Das heißt, an dem Herzen meines Kindes wurde bereits invasiv was gemacht. Jetzt könnte ich mir als Laie so herleiten, dadurch ist dieses Herz, das hat Nähte da drin, wenn es operiert wurde, das ist in einer gewissen Weise vorgeschwächt, und dann in diesem seltensten Fall ist doch dann eine Myokarditis. Die befällt das Herz dann schlimmer. Ist es Unsinn? Nee. Ja, das ist nicht kompletter Unsinn, aber das ist ein bisschen zu undifferenziert, ehrlicherweise. Also, weil die Patienten, die du jetzt angesprochen hast, nämlich voroperierte Kinder, die zum Beispiel vielleicht auch eine künstliche Herzklappe haben oder eine künstliche ist ja selten, aber eine biologische ersetzte Herzklappe, ja, das ist ja schon öfter mal der Fall, die haben ein erhöhtes Endokarditis-Risiko. Eine Endokarditis ist aber was anderes als eine Myokarditis. Eine Endokarditis bedeutet, Bakterien, zum Beispiel klassischerweise aus dem Zahn, setzen sich auf Herzklappen oder andere Strukturen im Herzen. In der Regel sind es aber Klappen oder irgendwelche Restlöcher. Da haben solche Kinder ein erhöhtes Risiko und deswegen haben solche Kinder ja in der Regel auch einen sogenannten Herzpass. Da steht es drin, ja, dass sie ein erhöhtes Endokarditis-Risiko haben und was dann zu tun ist. Das ist jetzt ein anderes Thema. So. Myokarditiden sind was anderes als Endokarditiden, weil Myokarditiden werden klassischerweise nicht von Bakterien hervorgerufen, sondern von Viren. Das ist ja das, wo wir jetzt gerade sind. Ja? Und
Myokarditiden. Also, das ist jetzt wirklich schade, dass wir nicht Franziska da haben, weil das ist ihr absolutes Spezialgebiet. Also, ich lasse mich da auch gern korrigieren, aber es ist schon generell so, dass Kinder, die voroperiert am Herzen sind, nicht unbedingt ein erhöhtes Risiko für eine infektiöse Myokarditis haben. Das, woran du denkst oder wo deine Frage darauf abzielt, ist sozusagen, ist das Risiko höher für einen schweren Verlauf? Also die Kinder haben nicht ein erhöhtes Risiko für eine Infektion des Herzmuskels, weil die sind ja nicht immunsupprimiert durch die Herzoperation. Also sie sind es möglicherweise, wenn sie jetzt wochenlang auf der Intensivstation liegen und schwer krank sind. Aber wenn die einmal operiert sind und alles ist wieder gut, sage ich jetzt mal ein bisschen laienhaft, dann haben die ja kein Immunproblem. Jedenfalls in der Regel nicht, davon wissen wir nichts. Insofern haben die nicht ein erhöhtes Myokarditis-Risiko. Ja? Was die Endstrecke ist, ist, dass man natürlich sagen kann, naja, wenn jemand schon Herz voroperiert ist und die Herzfunktion ist vielleicht nicht mehr so super taco, ja, also die ist vielleicht jetzt nicht 100%, jetzt sage ich es mal sehr vereinfacht, sondern nur 80. Und der kriegt dann noch eine Myokarditis und die Myokarditis schwächt die Herzfunktion. Dann ist das für diesen Patienten möglicherweise schlimmer als für jemanden, der vorher ganz gesund war. Aber auch diese Behauptung lässt sich nur mäßig halten, weil es halt total unterschiedliche Verläufe gibt bei Myokarditiden. Also es gibt Myokarditiden, die verlaufen ganz schwer und fulminant und die können durchaus auch Patienten kriegen, die völlig gesund vorher waren, also Sportler, ja, klassischerweise, da gibt es das. Und es gibt welche, die verlaufen mehr so chronisch. Also, und man kann das nicht richtig sagen. Also es gibt keine Daten, die sagen, ein herzvoroperiertes Kind hat ein höheres Risiko, eine Covid-Myokarditis zu kriegen. Das gibt es einfach nicht. Da ist kein Zusammenhang. Das ist nicht belegt. Ja. Und auch diese ganzen Fälle, wobei die ganzen ist ja auch schon wieder zu viel gesagt, weil die ganzen sind nur Einzelfälle. Aber da kann man jetzt nicht sagen, oh je, die hatten ja alle vorher eine Herzoperation. Das ist nicht so. Und deswegen gibt es auch keinen Grund, rein wissenschaftlich davor mehr Angst zu haben. Aber emotional natürlich schon. Emotional kann ich das total verstehen. Ja. Also, Franziska, die du hier als Expertin bezeichnet hast, hat dir beigepflichtet hier im Chat. Du hast das richtig dargestellt. Also hat sie nochmal bestätigt, hat auch nochmal dazu geschrieben, dass es bisher im Register kaum Kinder mit angeborenen Herzfehlern gibt, was also ein Hinweis, wenn vielleicht auch keine wissenschaftlich belastbare, ein Hinweis, aber keine wissenschaftlich belastbare Tatsache ist, dass eine, wie du es gerade kinderkardiologisch geschildert und begründet hast, dass eine Myokarditis Kinder mit angeborenen Herzfehlern speziell oder in größerem Maße befällt. Ich glaube, dann hätten wir eben auch das jetzt mal ein Stück weit ausgeräumt. Fragen möchte ich dich noch einfach auch aus Interesse, wie es mit immunsupprimierten Kindern ist, nach einer Herztransplantation, die du gerade angesprochen hast. Genau, also da gibt es eine ganz eindeutige Impfempfehlung. Also sozusagen die Fachgesellschaften, die sich mit herztransplantierten Patienten und auch Kindern beschäftigen, raten eindeutig zur Impfung und dem kann ich mich nur anschließen. Das macht ja auch absolut Sinn. Ja. Immunsupprimierte Kinder haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf im Falle einer Covid-Infektion. Das ist, glaube ich, auch relativ einleuchtend, warum das so ist, weil wir ja leider das Immunsystem quasi mehr oder minder plattlegen müssen, damit das Herz nicht abgestoßen wird, das transplantierte Herz. Und da empfehlen wir in jedem Fall die Impfung und führen diese Impfung auch durch. Und die meisten Eltern haben sich dahingehend beraten lassen. Und das ist auch eine eindeutige Indikation für eine Off-Label-Impfung. Was ich noch, also Die da dann muss man auch auch hier wieder ändert. sagen, bitte? Die ihr dann auch macht. Die wir dann auch machen, genau. Bisher, also das sind ja immer nur kleine Fallzahlen, weil herztransplantierte Kinder gibt es sowieso nicht so viele, also besser als nur deutschlandweit haben wir jetzt, also oder kann man mal gucken, dann eher so europaweit oder weltweit, aber da, wenn man sich die Studienlage anguckt, dann ist es schon so, dass die Wahrscheinlichkeit, einen schweren Verlauf zu bekommen bei einer Covid-Infektion ist jetzt Gott sei Dank nicht so hoch wie im Erwachsenenalter. Also im Erwachsenenalter ist immer alles, was Covid betrifft, viel schlimmer. Aber dies ist schon ein signifikant höheres Risiko für einen schweren Verlauf. Sodass wir da bei dieser gut untersuchten Impfung und auch
guter Verträglichkeit auf jeden Fall zu einer Impfung raten. Und wir haben jetzt auch aus unseren eigenen, aber wirklich N gleich unter 20, ja, Geimpften von den herztransplantierten Kindern, gute Immunantworten. Und die Kinder müssen dreimal geimpft werden oder überhaupt immunsupprimierte Patienten müssen dreimal geimpft werden. Das ist auch so die allgemeine Empfehlung. Und danach ist im Kindesalter aber die Immunantwort sehr, sehr gut. Also da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wir messen bei den Kindern, das ist auch wirklich indiziert, dann auch Antikörpertiter, also um zu gucken, wie ist die Immunantwort. Und da sind wir sehr zufrieden bei unseren Patienten. Eine Zuschauerin hat gefragt, sie hat von einer Antikörpertherapie gehört. Gibt es das für Kinder? Für welche Kinder würde man es vorsehen? Genau, es gibt monoklonale Antikörpertherapie. Das ist ja dieser sogenannte Trump-Cocktail, ja, oder ein Teil dieses Trump-Cocktails, den sich ja Donald Trump, als er Covid hatte, hat verabreichen lassen und wo er dann auch postuliert hat, dass es die Standardtherapie für jeden Amerikaner ist. Eine interessante Behauptung. Also hier ist es noch nicht die Standardtherapie für jeden Deutschen, aber es ist eine gute besser als Desinfektionsmittel zu trinken. Ja, sicher deutlich besser als Desinfektionsmittel. Dem würde ich zustimmen. Ja. Mhm. Es ist eine zugelassene Therapie, die wirksam ist, wenn man sie in der Frühphase der Erkrankung verabreicht. Ja, in der Frühphase heißt idealerweise nach Nachweis, also nach positivem Test innerhalb der ersten 2 Tage, aber spätestens innerhalb der ersten 5 Tage. Die Antikörper sind monoklonale Antikörper, also das heißt, man nimmt die jetzt nicht auf aufgereinigten Serum von irgendwelchen Spendern, sondern man stellt die quasi künstlich her, aber die wirken und docken sich an das Virus dann an und neutralisieren es quasi. Und das, also wir schicken Kinder, die herztransplantiert oder aus anderen Gründen immunsupprimiert sind und Covid-positiv, denen würden wir das empfehlen. Und die schicken wir dann in die Charité und da machen die Kollegen das. Wichtig ist es dafür, sich sofort, also frühzeitig zu melden, weil je früher das verabreicht wird, desto besser ist es. Ja? Wir würden das auch machen und empfehlen für andere schwer herzkranke Kinder in schlechtem Allgemeinzustand. Also dem Kind geht es schlecht, es muss ständig hospitalisiert werden. Die Herzinsuffizienztherapie muss immer rauf und runter gedreht werden. Da würden wir das auch empfehlen im Fall einer Covid-Infektion. Abschließend mal die Frage an dich, Friederike, auch für dein Team sprechend in der Ambulanz. Jetzt beschäftigt uns diese Pandemie schon eine ganze Weile und wir hatten alle nicht gehofft, dass sie uns jetzt im Winter wieder in diesem Maß beschäftigt. Was macht das denn mit den Eltern von Kindern mit angeborenen Herzfehlern, von herzkranken Kindern? Und was macht das mit euch? Du musst ja, das wissen, glaube ich, viele, die uns jetzt zuschauen, immer sehr häufig Frage und Antwort stehen. Ich glaube, du bist da innerhalb deiner Möglichkeiten auch außerhalb normaler Dienstzeiten häufiger gefragt, kommen die Leute noch klar? Na, also ich glaube, es ist halt so ein bisschen so wie allgemein in der Bevölkerung nur potenziert, weil, wie wir vorhin eigentlich auch schon besprochen haben, für Eltern, die ein chronisch krankes Kind haben, ist das natürlich das, was sozusagen uns alle plagt, noch mal schwerer, weil irgendwie man ist irgendwie besorgter, weil man ja schon weiß, wie das ist, wenn das Kind krank ist. Man hat irgendwie mehr Angst vor der Virusinfektion, weil die irgendwie schlimmer verlaufen könnte. Man hat sowieso mehr Einschränkungen ohnehin schon in seinem normalen Leben zu erdulden, ja, weil man halt mehr Arzttermine wahrnehmen muss, schon im normalen Leben irgendwie bestimmte Einschränkungen irgendwie einhalten muss und so weiter. So. Und jetzt kommt noch Covid dazu, was es für alle Familien noch mal schwieriger macht. Also auch wenn man jetzt keine kranken Kinder hat, ist man ja irgendwie nach einer Weile von den pandemiebedingten Einschränkungen einfach irgendwie entnervt. Immer ist alles nicht normal, immer gibt es irgendwie kein Hort, immer gibt es irgendwelche Infektionsfälle in der Klasse, in der Parallelklasse, vom Lehrer, vom Nebentisch. Und das ist natürlich für alle schlimm und es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und ich merke irgendwie, dass halt so eine gewisse Ermüdung irgendwie auch eintritt, wie überall in der Bevölkerung. Und ich glaube, das ist für die Patienten, Eltern, also von meinen Patienten irgendwie nochmal ein Tick schlimmer. Und das ist auch ein Grund, finde ich, weil man ja, deswegen bin ich auch immer so auf diese Einzelfallberatung aus, weil man ja immer so die Familien versucht, als Ganze zu beurteilen.
Ja, und das finde ich ist auch ein Grund für eine Impfung, dass viele Eltern einfach sagen, oh, ich kann irgendwie nicht mehr, ich kann mir nicht immer irgendwie Gedanken machen, irgendwie habe ich Angst davor, ja, die Oma steckt sich an oder das Kind steckt sich an, das hat vielleicht doch einen blöden Verlauf und ich fühle mich sicherer, wenn mein Kind geimpft ist. Und ich finde, das ist auch ein Grund zu impfen. Wunderbar, damit hast du es schon angesprochen, beziehungsweise beantwortet, worauf ich hinaus wollte. Ob bei all dem, was wir jetzt relativ umfassend, glaube ich, erörtert haben, dieser psychologische Aspekt auch nochmal eine Rolle spielt, weil ich ein Stück weit zusammenfassen kann und daran hat sich seit unserem letzten Gespräch eigentlich so sehr ja nichts geändert. Auf der einen Seite sind Kinder bis auf Grenzfälle und immunsupprimierte Kinder von einer Covid-Infektion nicht schlimm betroffen, auch wenn sie einen angeborenen Herzfehler haben. Die Infektion verläuft mild. Das hieße ja natürlich, ja, dann ist es mit dem Impfen nicht so wild. Auf der anderen Seite sind diese Kinder eine Ansteckungsgefahr für ältere Patienten, beziehungsweise für ältere Verwandte und Angehörige und für andere Kinder. Und was wir jetzt, glaube ich, auch ganz gut besprochen haben, es gibt nach all dem, was wir wissen, und es wird immer wahrscheinlicher, auch nicht ein wirklich großes Risiko, wenn man Kinder innerhalb der zugelassenen Altersgruppe zumindest impft. Ich glaube, das ist so Ja. eine Art vages Fazit. Ja, ganz, ganz plump jetzt mal gesagt, die Kinder hätten es vielleicht gar nicht unbedingt nötig für sich gesehen, aber als Teil einer Familie, als Teil der Gesellschaft kann es nicht schaden. Und ich glaube, dann muss natürlich unsere Botschaft am Ende sein, wir hätten dieses ganze Gespräch vielleicht nicht nötig gehabt, wenn sich, ich glaube, es sind immer noch 12 Millionen ungeimpfte Erwachsene, alle oder zu einem größeren Teil hätten impfen lassen. Ich habe das große Privileg gehabt, mich von der Dame hier persönlich boostern lassen zu dürfen bei uns im Herzzentrum. Hat auch nicht wehgetan und ich hatte ein bisschen Beschwerden nach meinem Moderna. Ich habe mich ein bisschen fiebrig gefühlt, einen halben Tag lang, aber das war's. Also es war nicht schlimm und ja, wir haben die Psyche angesprochen. Ich habe jetzt auch ein viel besseres Gefühl, da ich geboostert bin. Friederike, ganz, ganz vielen Dank dafür, für Gerne. deine Zeit. Wenn sie noch zuschaut, dann auch Franziska, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Beiträge. Wir werden einfach versuchen, vielleicht mit Franziska Seidel das nochmal nachzuholen und mit Franziska nochmal live zu gehen. Ich habe Dr. Friederike Danne, Oberärztin am Deutschen Herzzentrum, Leiterin unserer kinderkardiologischen Ambulanz, versprochen, dass es nicht viel länger dauert als eine Stunde. Das haben wir hiermit eingehalten. Es ist 19:58 Uhr. Ich sage nochmal ganz, ganz vielen Dank an euch alle für eure Fragen, für eure Beteiligung, für euer Interesse. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen friedlichen, guten und hoffentlich etwas weniger besorgten Advent und schönes Wochenende. Danke. Tschüss. Tschüss. Und das letzte Wort gebührt natürlich Dr. Danke. Sie hat Tschüss gesagt. Tschüss. Ja, genau. Tschüss.